Servus, grüzi und hallo. Mal was anderes, ja, ne? Ja. Ja. Nicht immer nur so, hallo, hallo, hallo. Macht er schon. Ja. Ja. Hier ist Schoki Banoki. Also manchmal ist man wie blöd, ehrlich. Ja. Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, heute am 20. Oktober. Christian ist da und ich bin auch da. Und am 20. Oktober hat Geburtstag Evander Holyfield. Evander Holyfield, der Boxer. Kennst du? Das alte Schlitzohr. Ja, der das alte Kerbenohr. Ja. Verstehst du? Verstehst du? Hank. Ja. Evander. Ja. Wir gratulieren dir herzlich, bitte hau uns nicht auf die Fresse. Danke. Nee, das wär ganz lieb. Ja. 20. Oktober 1971, Bundeskanzler Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis in Oslo. Ach, der Willi? Ja. Hat er echt den? Also am 20. Oktober wurde er dafür bekannt gegeben, dass er den bekommt. Die Verleihung war dann im Dezember in Oslo. Aber am 20. Oktober hieß es... Ach, war mir gar nicht bewusst, dass er ihn bekommen hat. Ich dachte, der wäre nur nominiert gewesen. Hat ihn bekommen. Bekommen. Aber wie gesagt, die sagen ja immer, ihr kriegst du, komm mal in 3 Monaten hier rüber in Oslo. Ja, da so läuft dann. Das ja immer. Ne? Aber heute haben die bringen das ja nicht mehr hin, ne? Nee. Muss ja hochfahren. Muss hochfahren. Schweinekalt da oben im Dezember. Ja. Der Oslofjord ist ja so toll. Hast du wieder Nebel bis dahin? Ja, haben wir schon mal gehabt, ne? Ja, hatten wir schon mal. Habe ich schon mal erzählt. Oslo. Ja, mit Oslo hat er so ein Problem, der Christian. So weit kommt Koks. Ja. Scheiße, ne? Ja, Entschuldigung, ich rege mich immer noch auf. Ja, es ist der Oslofjord ist so toll, musst du unbedingt angucken. Ja, mache ich doch. Wenn ich schon weiter gucken kann als hier. Mann. Mach ich weiter. Es war, nee, wir sind ja schon durch. So. Das war der 20. Oktober. Wir sehen uns morgen am 21. Oktober. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Ihr könnt auch mal macht jetzt euch über den Oslofjord in den Kommentaren ein bisschen auslassen. Das wäre auch eine Idee. Und nur weil der Christian so lieb gefragt hat, könnt ihr doch echt mal abonnieren, oder? Komm. Macht jetzt Cheerio, Miss Sophie. Tschö.